Willkommen zu meinem neuen Video, die Feldhamster von Wien in Gefahr. Als erstes möchte ich einmal auf die Beziehung eingehen zwischen Saatkrähen, Kohlkrabben und der hier gezeigten Nebelkrähe. Diese Rabenvögel sind Aasfresser und fressen auch tote Feldhamster und tote Ratten und so weiter. Rabenkrähe, Nebelkrähe und der Kohlkrabbe stehen ganzjährig unter Schonung im Jagdgesetz. Das bedeutet, sie sind unter Naturschutz. Leider sind sie in Gefahr durch Rattengift. Da Rattengift nicht sofort wirkt, sondern teilweise bis zu einer Woche dauert, bis die Ratte am Rattengift stirbt. Somit sind auch andere Raubvögel davon betroffen. Und es ist die Frage, ist es zulässig, Ratten mit Giftköder zu töten und somit die Aasfresser zu gefährden? Es gibt Arte-Dokumentation, die beschreibt eigentlich, dass wenn man Ratten jagt und mit Giftköder töten möchte, die Rattenpopulation dann mehr Krankheiten aufweist und eine größere Gesundheitsgefahr darstellt, als wenn man sie nicht bejagt. Ich gebe dir einen Link unten in die Beschreibung rein, damit Sie sie dich ansehen können. Und das stellt natürlich die Giftköderbejagung mit Ratten in Frage. Persönlich glaube ich ja, dass das ziemlich stark mit den Krähen und mit den anderen Raubtieren zusammenhängt, die Ratten fressen, weil ja die auch vom Rattengift bedroht sind. Der Feldhamster ist wieder direkt vom Rattengift betroffen, da er sehr ähnliche Nahrung zu sich nimmt wie die Ratten und es bekannt ist, dass er Kerzenwachs frisst und das auch verdauen kann. Damit nimmt er auch gern Rattengift als Nahrung auf und ist dadurch stark gefährdet. In der Sendung Volksanwalt, die man jetzt leider nicht mehr aufrufen kann vom ORF, wurde die Rattenbekämpfung im Feldhamstergebiet stark kritisiert und es gab eine neue Regel, dass eine Giftköderbuchs mindestens 50 Meter von einem Feldhamsterbau entfernt sein muss. Nun habe ich selber Beobachtungen gesehen, wo ein Feldhamster 100 Meter in fast einem Durch in 2-3 Minuten überwindet. Und es stellt sich natürlich dann die Frage, sind die 50 Meter wirklich ausreichend oder nicht? Ich glaube eher, man braucht 200 oder 300 Meter. Während der Paarungszeit gehen männliche Feldhamster von Bau zu Bau der Weibchen und schauen nach, ob sie willig ist. Wenn der Akt vollzogen wird, bleiben sie dann ein, zwei Tage zusammen und trennen sich danach wieder. Damit machen männliche Feldhamster relativ weite Wege und sind dadurch natürlich stark betroffen von möglichen Rattengift. Und nun zu den Gefahren für die Feldhamster, die ich selber beobachten konnte. Mir ist eine Gefahr aufgefallen, die vom Menschen herruht und die betrifft auf jeden Fall einmal die Kerzen. Feldhamster fressen ja das Paraffin und können es auch verdauen. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Hamster gerettet, der sich in einer Paraffinkerze verhängt hat. Leider habe ich kein Foto machen können, weil es leicht geregnet hatte und ich wollte den Hamster nicht weiter auf die Folter spannen. Die Gefahr besteht bei den Kerzen, besonders wenn sie einen kleinen Durchmesser haben und wenn die Öffnung noch kleiner ist als der Rest vom Gefäß. Die größte Gefahr im Moment für die Hamster ist ein Rotfuchs.
Eine Dame hat mir das erste Mal, wie ich den Rotfuchs gesehen habe, erzählt, dass der Rotfuchs in 2 Tagen 5 Hamster gefangen hat. Tage später habe ich dann denselben Rotfuchs wieder gesehen und ihn erwischt, wie er versucht hat, einen Hamster zu jagen. Und danach habe ich auch einmal ein Foto mit einem Hamster im Maul gemacht. Bei den Zieseln, das heißt, das sind auch so Steppenbewohner, verwandt mit den Murmeltieren und mit den Eichhörnchen, ist das Problem dasselbe. Es steht auf der Stadtseite von Wien, also auf der offiziellen Homepage von Wien, dass ein Fuchs ziemlich großen Schaden bei den Zieseln verursacht hat. Die Problematik ist dabei, dass die Ziesel, von denen es nur mal ca. 700 bis 900 in Wien gibt, nur einmal im Jahr Junge bekommen. Bei den Feldhamstern schreibt man davon, dass das 2- oder 3-mal im Jahr ist. Aber auch hier ist dieselbe Problematik, da die Feldhamster nur in so einem kleinen Gebiet vorkommen, könnte ein effektiver Fuchs den lokalen Bestand massiv gefährden. Ich habe auch das Gefühl, dass seitdem der Fuchs da ist, die Feldhamster scheuer geworden sind. Wie ihr wahrscheinlich in dem Video erkannt habt, war es sehr schwierig, den Fuchs aufgrund der Gräber zu verfolgen. Zum einen, weil sie dem Fuchs eine gute Deckung gaben und zum anderen, weil sie ein Hindernis waren, den Fuchs zu verfolgen. Dies gilt wahrscheinlich genau umgekehrt, auch wenn der Fuchs oder ein anderer Raubvogel den Hamster jagt. Das macht aus diesem Grund Friedhöfe geradezu ideal für die Feldhamster. Und die Löcher beim Friedhofszaun gegenüber beim Blumenladen sind wahrscheinlich auch vom Fuchs geschaffen worden. Gefahren aus der Luft. Ich konnte einen männlichen Turmfalken entdecken, der einen Feldhamster erwischt hat. Das sehen Sie gerade in den Videos, wie der Turmfalke sich ausruht und den Feldhamster dann wegtransportiert. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich einen Turmfalke fotografieren konnte. Ich konnte auch den Turmfalken später nicht wiederfinden oder andere Attacken von anderen Greifvögeln. Und somit sieht man, dass eben der Fuchs die meisten Feldhamster erwischt hat. Und ich bin überzeugt davon, dass das reicht, wenn die Greifvögel die Feldhamster jagen. Es gibt ja auch Menschen im Friedhof Meidling, die den Feldhamster nicht mögen, da er ja die Gräber unter Umständen schändet. Bei meinen ganzen Aufnahmen bis jetzt und Beobachtungen habe ich direkte Grabschändung nicht bemerkt, außer bei dem einen Hamster, den ich retten musste, weil er in einer Kerze feststeckte. Man sieht ganz genau, sie wollen die Wiese, sie interessieren sich gar nicht so sehr für die Blumen in den Gräbern und sie interessieren sich auch nicht permanent für die Kerzen. Wie ich eben vorhin erwähnt habe, ist es so, dass der Hamster primär durch seine Deckung geschützt werden kann. Also er ist sehr genügsam und er braucht natürlich eine Erde, die frei von Steinen ist, also in Oberösterreich, wo man kurz unter der Erde einen Schotterboden hat, das geht nicht, da kann er wahrscheinlich nicht leben. Aber auf Wiesen, wo er genug Möglichkeiten findet, sich zu tarnen, hat er eine gute Chance zum Überleben. Die Problematik besteht darin, wenn große, weite Grasflächen sind, die immer sehr stark abgemäht sind, dann sieht es jeder Feind, ob es der Fuchs ist oder ein Raubvogel. Ideal ist natürlich Umgebung wie der Friedhof, wenn man die Graslänge so wahrscheinlich auf 15 cm Mindestmaß wachsen lässt, bevor man schneidet, also nicht unter 15 cm schneiden. Und alle 2 bis 3 Meter Abstände kleine Büsche oder irgendwelche anderen Hindernisse reinstellt, die das Raubtieren schwer macht, den Hamster zu erwischen.
Selbstverständlich ist natürlich, wie anfangs erwähnt, das Rattengift ein großes Thema. Wenn man im Feldhamstergebiet Rattengift aussetzt, dann schädigt man natürlich den Feldhamster mit, weil der frisst alles. Wenn er auch Kerzenwachs frisst, dann wird er Rattengift auch sehr willkommen annehmen. Das ist ein Problem. Damit sollte man eigentlich die Rattenbekämpfung auf bauliche Maßnahmen und Reinigung oder auch auf andere Fallen umstellen, die eben ohne Gift auskommen. Ein weiteres Thema sind natürlich die freilaufenden Hunde, die auch gefährlich für einen Hamster sind. Und da müsste man mehr Schilder aufstellen, um aufzuklären, welche Tiere das sind, dass das eben keine Ratten sind in den Gebieten, sondern Feldhamster und die vom Aussterben bedroht sind. Es gibt ein paar Schilder in Wien darüber. Ich habe einen gesehen im Friedhof Meidling. Aber zum Beispiel Martin Luther King Park ist kein Schild, obwohl sich da auch einige Feldhamster aufhalten. Und dort rennen auch die Hunde frei herum, obwohl Leinenpflicht ist. In ein paar Tagen bringe ich dann noch ein Video mit den Zieseln raus, wo sie auch wieder friedlich grasen in Blumengarten hier Städten. Diese Ziesel sind nicht eingesperrt und mir ist es nicht bekannt, was vorher da war, dieser Blumengarten oder die Ziesel. Wie vielleicht einigen aufgefallen ist, hat der Fuchs kein schönes Fell. Er dürfte eine typische Fuchskrankheit haben. Vielleicht ist es die Fuchsreude. Die ist gefährlich auch für Hunde und man sollte aus dem Grund dann Abstand halten zu dem Fuchs. Ich habe es ja schon der Stadt Wien gemeldet. Bin mal gespannt, was dann machen.